jetzt gerade in den letzten Wochen intensiv gefordert, wir wollen hier raus. Das konnten wir jetzt organisieren. Leider haben die Widerständler einen Teil der Sachen der Roma dazu benutzt, im Treppenhaus Barrikaden zu errichten. Also welchen Schaden das hat, kann ich jetzt nicht sagen. Das müssen wir dann mal sehen später. Es gibt auch vorne noch etwa 20 Roma, die nicht mitgenommen wurden. Was passiert mit denen? So, wir haben seit Wochen haben wir bei den Roma, um die Frage gleich zu beantworten, wir hatten ursprünglich 11 Roma-Familien, dann sind im Laufe der Zeit noch welche nachgezogen, dann waren es 21. Und diese 21 Familien haben wir versorgt. Wir haben aber auch gesagt, der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg kann nicht die Roma-Problematik für ganz Berlin und auch nicht für ganz Europa lösen, weil in dem Maße, wie hier jemand rausgegangen ist. Halt aber ruhig. Ja, hat er doch recht. Ja, wollen Sie das Interview geben? Ich kommentiere Ihr Interview. Ja, aber nicht mittendrin. Ich habe Zeit. Können Sie uns ganz kurz schildern, sind Sie zufrieden im Moment, wie die Sachlage da ist, oder was kommt noch auf Sie zu? Ja, zufrieden kann man nicht sein. Also wir haben uns eigentlich schon versprochen, dass die Sache ruhiger abgeht, aber der Spaß hörte halt damit auf, dass im Haus Benzin ausgeschüttet wurde und uns gedroht wird, das Haus in Feuer so anzubrennen, und das gefährdet das eben auch andere, die im Haus sind, ja, und das ist überhaupt nicht akzeptabel, und das ist eine Ebene, also da können wir irgendwie jetzt wenig sprechen. Die lassen uns ja auch nicht rein, müssen jetzt erstmal gucken, wie sich das da weiter gestaltet, aber es sind auch Leute auf dem Dach, die offensichtlich drohen, Dinge runterzuschmeißen, auch brennendes, und das ist halt so die übliche Form der Auseinandersetzung, die manche Leute pflegen. Wie sich das weiterentwickelt, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Wir arbeiten jetzt erstmal weiter und gucken, dass die raus wollen aus dem Haus, rausgehen können. Wenn es keine Räumung ist, warum sind dann 1000 Polizeikräfte vor Ort? Sie kriegen später neue Informationen, wenn wir mehr wissen. Okay.